Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Mass Effect Andromeda. Wir sind gerade in die Röcker-Festung von Azul eingedrungen. Ich weiß nicht, ob das Wort Festung hier wirklich zutreffend ist, aber ich nenne das Ding jetzt einfach so. Wir haben hier eine ganze Menge Röcker, die ja alle Aliens hassen und wir sind natürlich Aliens für die. Sind wir eingedrungen, haben uns hier reingeschossen und jetzt müssen wir mal gucken. Da ist ein Röcker Datenpad. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier noch was Spannendes gibt. Und dann schauen wir mal, was Axul zu sagen hat. Eroberer, Axul hörte, dass mehr dieser neuen Aliens eine Allianz mit unseren fehlgeleiteten Deserteuren eingegangen waren. Okay, also die Deserteure sind alle, die jetzt nicht Röcker sind, ne? Dabei sind ja die Röcker eigentlich die Deserteure, aber die haben da ein bisschen verschobene Weltansicht, wie Extremisten das ja meistens haben. Ja, wir zogen aus, um es selbst zu sehen. Es war schlimmer, als wir gefürchtet hatten. Es gab mehrere Spezies dieser neuen Aliens, schlimmer noch. Sie herrschten nicht nur über unser Volk, sie wurden verehrt wie Helden. Wohin ich auch sah, kuschten Feiglinge vor diesen widerlichen Dingen, gingen vor ihnen in die Knie, feitschten mit ihnen, ohne zu erkennen, dass sie nur einen Unterdrücker gegen einen anderen eingetauscht hatten. Okay, die kennen uns gar nicht. Ich werde niemals vergessen, was Axul uns an diesem Tag sagte. Alle Aliens sind letztlich gleich. Sie wollen nehmen, was uns gehört und uns versklaven. Die Röcker sehen mit klaren Augen und unsere Herzen sind rein. Wir werden uns diesen neuen Invasoren nicht unterwerfen. Wir sind die wahre Widerstandsarmee und eines Tages schon bald werden alle Angare auf allen Welten es wissen. Ja, schön. Und dann gehen sie ins Paradies und bekommen eine unbestimmte Anzahl an Jungfrauen. Nee, keine Ahnung. Axu, komm! Axu! Anyone! We're under attack! Axul ist dann hier. I can hear him. You guys ready? Okay, Axul ist nicht hier. Schade. Ich hätte mich ja gerne mal mit Axul ausführlich unterhalten, ehrlich gesagt. Noch ein Datenpad. Da hinten ist Platina. Cables. Could use these to reroute power to that console. Was? Archivsystem. Okay, wir gucken uns erstmal das Ding hier an. Eine Wahrheit. Wie konnte unser Leben so werden? Wie konnten unsere Ahnen zulassen, dass die Kett unsere Welt so mühelos erobern? Und warum beschützen uns unsere aktuellen Anführer heute nicht? Zwietracht zerstört uns von innen heraus. Unser Volk hat es wiederholt versäumt, sich zu vereinen, wenn es am dringendsten nötig gewesen wäre. Wir haben einander die Schuld gegeben, haben gezankt und uns gegenseitig verraten, haben unseren Eroberern leichte Beute präsentiert. Nun sehen wir, wie ein neuer Feind in unseren Raum eindringt und uns als Hoffnung getarnte Auslöschung bringt. Lügen, die uns nur spalten sollen. Diejenigen unter uns, die diese Täuschung erkennen, müssen verhindern, dass unser Volk die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Alle Angara müssen eins werden, wenn wir die bösen Mächte besiegen wollen, die uns umgeben. Das ist die Überzeugung der Röcker und ich spüre in meinem Blut, dass es die Wahrheit ist. Unsere Sache ist gerecht. Ja, ich weiß nicht. Da ist ein Behälter. Boah, Harzkappen, Mensch, das wollte ich schon immer mal haben. Ich habe keine Ahnung, was Harzkappen sind. This thing's wrecked. Vines and computers don't mix. Pathfinder, we might be able to reconnect power. Old generator. Might still work. That should get that console up and running again. Na, gucken wir doch mal rein. Oder wollen wir uns erst mit dem Typen da drüben auseinandersetzen? Ich weiß gar nicht. Hi. This is it. Amara Dozin. This must be her. They moved her across the planet. Downloading information. Let's get this to Amurd. Amurd? Was? Worum? Hä? Worum ging's gerade? Irgendwie fehlt mir da ein Stück Geschichte, glaube ich, ne? Aber guck mal, was ich hier in diesen. Ich würde super gerne mal da oben rauf. Wie komme ich da rauf? Von hier aus vielleicht. Oder von einem der Tanks da drüben.
Aha, Behälter Nummer 1. Meditationskristalle. Mhm. Von unten wäre ich vielleicht sogar auch hier hochgekommen. Wie komme ich jetzt nach ganz oben? Irgendwie gar nicht, oder? Oh, vielleicht dort. Oder ich prall da einfach nur sinnlos ab. Ups. Nein. Ah, jetzt bin ich doch runtergefallen. Fuck. Achso, aber hier ist noch so eine Zwischenstufe. Das ist natürlich praktisch. Kann ich auf den Baum springen? Ich befürchte aber nicht. Ich werde es gleich mal ausprobieren. Ich stelle mich mal ganz nach hier vorne ans Geländer und dann falle ich da sinnlos ab. Okay, alles klar. So, Baum. Baum geht nicht. Okay, gut, dann. Ja, Mann. Einfach in der Vegetation hängen bleiben mal. Hier nehmen wir uns noch ein bisschen Nickel mit. So, ja, ich gehe jetzt einfach hier rein. Mal schauen mal nach. Wer da was zu sagen hat. You've killed men under my charge. And now you crown that achievement by killing me too. And you. I know your face. Why do you help these murderers? Ryder is an ally. He's already helped the scientist Sedar Palev. I know. And they should be ashamed. After all we've been through with the Kit. Tell me why you come here, so I know why I've died. Geil. Really? Can we take the drama down a notch? Two notches? I don't even have a gun up. I have an artifact or heirloom or something. I'm going to set it down, and I need you to take hold of it. What? And? I knew it. This was all bunk. Wait. There are things like this in the museum on Aya. Ancient Angaran tech. This fits over a hand. Contacts on the inside for my electric control of... What did you do to me? Oh. Ja, wo ist der Monolith? Are you all right? I know things. The underground monolith. I remember. Pain. Desperation. I need you to take me there. Please. If you do this, we can save Havarl. Together. You... You're an alien. I can't trust... Then let me try to earn your trust. Please. Deep beneath the surface, but... But not far. Na, da haben wir aber Glück gehabt. These coordinates... will guide you the rest of the way. Just... Let me compose myself first. Ja, hey, man kann da nie zusammen hingehen, ne? So, wir reden noch mal mit ihm. My head feels split in two. Why do you and the rest of the Rokar hate aliens so much? With everything the Ket have done, how can we not? If the Rokar discover I helped you, they will see me as a traitor. I'm sorry for everything the Ket have done. I don't need your apologies or your sympathy. I don't know how or why, but I need to help you find the monolith. Driven to work with you and yet detesting you. My head's a mess. No, the armor. My head feels split in two. Esmus said you have the soul of someone they call Zorai. Who's that? The sages believe Zorai had rare knowledge of Remnant. He was alive when the Scourge came. When I was young, they came from Mithraba to speak with my mother. Tried to convince her that I possessed Zorai's spirit. They intended to take me with them. My mother ran them off. They never tried again. Now my mind is filled with images and impressions that aren't mine. Maybe the sages were right. Ja, vielleicht haben die Weisen mal recht. Unglaublich. Maybe they were. I suppose it's possible. After all we've seen in Helios already? Knowing why it happens won't help me sort through the feelings in my head. Na dann, treffen wir uns später, würde ich sagen. I'll see you at the location you gave me. All right. So, also, Tavos haben wir erledigt. Hier gibt es noch ein Röcker-Terminal. Keine Ahnung, was es tut. Da ist noch ein Behälter. Klauen wir hier einfach ein bisschen Zeug. Die Angara Ranger-Panzerung. Na gut, dann eben doch das Terminal.
Oh, was haben wir denn hier? Ein neues Alien. Tavos. Hast du schon von den neuen Aliens gehört? Sie interessieren sich für die Relikte genau wie die Cat, aber die Relikte sind von enormer Bedeutung für Haval, für alle Angara. Es darf dem Alien deshalb nicht gestattet werden, diese Technologie zu sabotieren. Du musst für mich zu den Monolithen gehen. Sollten sich die Aliens an den dortigen Relikten zu schaffen machen, musst du sie mit deinen Männern aufhalten. Versteckt euch im alten Dar Pelav. Der Dschungel hat es zurückerobert, aber vielleicht stehen ja noch einige Bauwerke. Die Forscher, die die Landezone übernommen haben, werden euch nicht entdecken. Sie sind schwach, sie werden es nicht wagen, sich weit von ihrer Station zu entfernen. Axul, na toll. Ein Verräter. Einer von uns hat sich mit dem Alien verbündet. Solltet ihr ihn sehen, zögert nicht, ihm klarzumachen, was die Röker von seinem Verrat halten. Axul, na geil. Also damit meinen sie wahrscheinlich Jarl. Noch nicht. Aha, Tavos. Es überrascht mich nicht, dass die Wissenschaftler mit dem Alien zusammenarbeiten und unternehmen trotzdem nichts gegen sie. Sie sind immer noch unsere Leute. Ich muss über die Sache nachdenken. Axul. Ja, Axul, denk mal ein bisschen nach. Vielleicht führt das ja ausnahmsweise mal zu was Gescheitem. So, also da, Pilaf, haben wir hier abgehakt. Schauen wir direkt mal auf die Karte. Wo sollen wir hin? Nach ganz da hinten. Nun gut. Schnellreise? Ne, dann kommen wir mitten in den Abgrund rein, ne? Und ich wollte mich ja hier unten noch ein bisschen umsehen. Da gibt es ja vielleicht noch das eine oder andere Interessante. Weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. Der alte Hof. Okay. Ups, wer bist du denn? Alter, was? Ich denke, da sind noch Adi. Ach so, die haben Kanonen auf dem Rücken montiert, oder? Der von Lip noch? Oh Gott. Nein, oh, jetzt bin ich gestorben. Ach so, Scheiß. Hätte ich mir mal eine Deckung gesucht. Aber da gab es irgendwie gerade gar nichts, ne? Irgendwas gibt's da hinten bestimmt. Irgendwas total Spannendes. So, haben wir jetzt mit Tavos schon alles durchdiskutiert oder nicht? Oder wie ist denn das? So, okay. Der hat hier scheinbar vorher gespeichert. Ah, was? My head feels split in ja, ja, ich weiß. Okay, also mit Tavos haben wir geredet. Alright. Sehr hübsch. Den Behälter haben wir noch nicht geplündert. Machen wir jetzt noch. Nehmen wir einfach mit. So, dann schauen wir mal, was es dort unten auf dem alten Hof gibt. Andersrum schauen, geht das? Ja, da gibt es irgendwie einen Stein, der vielleicht als Deckung dienen könnte, wenn ich hier nicht sinnlos hängen bleiben würde. Ja, das hier sieht doch nach ganz guter Deckung aus. So, wo sind sie denn, die Kleinen hier? Haben sie uns, glaube ich. Gleich. Und da, geh auf den Weg, die Nudel. Nicht mehr. Ach, da hinten, die schlagen sich. Ja, tut das. Ist chill inzwischen hier. Ah, da ist noch einer.
dann zerplatzen die auch so. Ja, ein paar Höhlenfasern haben wir wenigstens bekommen. So, wir haben es erledigt. Ach, da ist so ein großes Vieh. Na, herrlich. So, und irgendwas haben wir da noch. Da ist noch so ein Vieh, nicht mehr. Ja, ich hoffe auch, dass das war. Bisschen anstrengend, was hier so alles auf einmal dann rumgurkt. So, was haben wir denn hier? Warte mal, irgendwas gab es hier gerade. Irgendwas hat doch hier gerade ein Sensorgeräusch gemacht. Dachte ich. Vielleicht auch nicht. So, ein bisschen Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Achso, das sind so eine explosiven Teile. Hier auch. So, was gibt's denn hier hinten Spannendes? Ich meine, wenn es so hart bewacht ist, Mineralienlager, echt jetzt? Magnesium, Silizium und Titan. Ich bin unbeeindruckt. Und zwar so richtig. Veredelte Fasern. Na gut, auch nur zum Verkauf geeignet. Ja, was, da, das war alles und dafür schieße ich mich hier durch 3 Millionen Gegner durch, oder was? Das gibt's doch nicht. Ja, ohne Quatsch, ne, dieses Spiel. Wie soll ich sagen? Ist manchmal einfach wirklich sehr, sehr unbefriedigend. Ist hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Ein bisschen Nickel. Da oben sind wir so ein Flugwesen. Hat man eben den Schatten auch sehr schön auf dem Boden gesehen. Also die Beleuchtung, die schwankt immer so ein bisschen zwischen brillant und nicht so geil. Und ich muss auch sagen, es geht mir so ein bisschen auf den Keks, dass halt die Lichtstimmung immer so arg übertrieben deutlich ist. Ja, da ist doch was. Achso. Oh, oh, oh. Das sind viele. Ja, warum bin ich da eigentlich so überrascht? Das kommt ja selten allein. Schuppenfasern nehmen wir mit. Und noch ein paar Schuppenfasern. Sehr schön. Aber wo geht's denn hier hinten hin? Waren wir hier nicht auch schon mal? Nee. Da können wir noch nicht gewesen sein. Da gibt's auch wieder Charillons. Na geil. Erstmal zweimal daneben geschossen, weil. Nein, Munition alle. Na gut, den schaffen wir auch so.
Dann schauen wir mal, ob es hier wenigstens irgendwas Gescheites gibt. Behälter, okay. Ja, wäre nichts Geschicktes dabei. Ja, ich meine, okay, ja, sie haben hier Loot versteckt und da ist da aber absolut nichts Gescheites drin. Das ist schon ein bisschen schade. So, ich schaue gerade auf die Uhr und stelle fest, wir sind schon wieder deutlich über die Zeit. Die Zeit verfliegt auch immer richtig schnell, wenn man hier erkundet. So, und damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal mit diesem Abschnitt. Und dann sind wir hier eigentlich, denke ich, auch soweit fertig. Ne? Hier vorne den Abschnitt hatten wir schon ein bisschen uns angeguckt. Da gucken wir hier vielleicht nochmal in die Ecke rein oder so. Ansonsten war es das hier. Und dann gehen wir endlich mal gucken, wie es da beim dritten Monolithen aussieht. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier den Regen auf Habal genießen. Macht's gut und bis dann. Ciao.